Hallo, ich bin der Raphael. Ich habe heute mit Scratch gearbeitet und ein Spiel erstellt. Ich muss vor einer Katze wegrennen, die mich von oben abschießen will, und muss sie abschießen. Sie hat dabei 25 Leben, das kann man aber jederzeit ändern, und ich habe ein Game Over Schild gemacht, wenn ich sterbe. Die Katze hat auch ein Game Over Schild und ich kann sie, wenn nötig, schnell der Schwierigkeitsgrad schneller machen, dass sie schneller läuft, und ich kann ja auch mehr Leben machen, indem ich zum Beispiel 100 Leben. Da muss ich bei meiner toten Katze, das ist, wenn sie stirbt, auch ändern, damit sie nicht bei 100, also damit sie nicht bei 26 sofort aufhört. Ich starte jetzt noch einmal und versuche jetzt die Katze zu treffen. Und sehen, sie ist viel schneller als vorher. Kannst du auch größer machen, das Bild? Das mittlere. Ja, sehr gut. Ich kann das bitte. Ich kann auch die Munition von uns beiden schneller machen, dass sie schneller runterfliegt. Aber das wäre dann viel schwerer. Mach mal, genau. Dafür muss ich auf alle Kugeln gehen. Dafür muss ich auf alle Kugeln gehen. So, okay, das wäre schwierig. Und das Tempo erhöhen. Zum Beispiel von minus 10 auf minus 20. So, das muss einen geben, der schneller fliegt. Super, ja? Der eine Ball fliegt sehr schnell. Der eine Ball fliegt nicht die ganze Zeit und ja. Okay, super, ja? So ist das Spiel viel schwieriger. Man kann es auch auf ganz leicht stellen, wenn man bei der Katze auf eben zum Beispiel 5 geht und sie die Geschwindigkeit von 8 rennen lässt. Man kann auch darum schalten, wie oft sie die Bälle schießt. Zum Beispiel einmal von 30 und dann ist das Spiel gleich viel schneller. Leichter. Sie schießt nur noch ganz selten und ich kann sie leichter treffen. Super. Okay, super, danke. Stopp. Oh nein, auf das Quadrat.